die Engel selber wissen, besonders in dieser Aya, weniger als Adam. Denn es heißt, Allah lehrte Adam die Besonderheiten der Namen, gemeint das Wesen der Dinge. Und deswegen ist Adam nicht, wie manche meinen, der Unwissendste, sondern im Gegenteil eigentlich der Wissendste von allen, weil Allah selber ihm alle Dinge nannte und ihm alles, was sonst noch erschaffen wurde, lehrte. Das wusste Adam schon. Das heißt, er lehrte ihn die Asma kullaha, kullaha, ohne Ausnahme. Und die Asma sind Sinnbild für alles Erschaffene, für die gesamte Schöpfung. Überlegt euch das mal. Adam als erster Mensch weiß alles, was Gott ihm wissen lassen will. Das heißt, alles, was es, sagen wir mal, über die Schöpfung zu wissen weiß, über die Schöpfung, das bekommt er mitgeteilt. So eine Rolle hat Adam. Und die Engel wissen es nicht. Dann wendet er sich an die Engel und sagt, dann verkündet mir doch, wenn ihr wahrhaftig seid. Und dann sagen sie, Subhana, wir wissen es nicht. Wir können nur wissen, was du uns beigebracht hast. Also, das wussten die Engel nicht. Zwei Dinge kann man daraus schließen, als Schlusspunkt. Erstens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Adam diese Dinge genannt hat, musste das einen Sinn und Zweck haben. Denn Allah tut auch nichts ohne Sinn und Zweck. Wenn Allah den Engeln nur eine begrenzte Wissensquelle gibt, so tut er das darum, weil die Engel eben auch nur eine begrenzte Aufgabe haben und nicht mehr wissen müssen. Der Mensch jedoch, und daran erkennt ihr den großen Stellenwert des Menschen, wenn er denn wirklich sich im Sinne Adams vervollkommnet, muss offensichtlich mehr wissen und mehr können. Sonst hätte ihm Allah das nicht beigebracht. Das sind ganz viele Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Und wiederum, dieser Unterschied im Wissen, das, was die Engel letztlich doch einen gewissen Mangel erleiden lässt, anders als die anderen Schöpfungseigenarten, ist genau der Grund für die Niederwerfung. Dann wird es nämlich logisch. Viele fragen sich, ja warum, wenn denn Adam zum Beispiel aus Ton und aus all diesen anderen Dingen erschaffen wurde? Im Grunde wie Iblis sich die Frage ja auch stellt. Warum soll man sich denn dann vor Adam verneigen? Weil Allah ihm die Würde erwies, dass er ihm alle Namen beibrachte und den Engeln nicht. Und das war wichtiger, dieser Zuwachs an Helm, als die anderen Eigenschaften. Die Engel können die Grenzen überschreiten. Adam kann es nicht. Adam ist in diesem Moment in der jenseitigen Welt ja gefangen. Er kann ja nicht, wo er hin will. Als er dann vom Jenseits auf die Erde versetzt wird, kann er sich auch nicht aussuchen. Adam selber ist sterblich. Die Engel prinzipiell nicht. Und so weiter und so fort. Außer am jüngsten Tag, wenn Allah will, heißt es. Aber sonst, prinzipiell sind die Engel dem Verfall, dem Altern, dem Sterben ja nicht unterworfen. Adam aber schon. Das heißt, ihr seht, nirgendwo könnte Adam mit den Engeln standhalten. Auch bezüglich des Gehorsams nicht, naturgemäß, denn wie wir ja später sehen, widersetzt sich Adam. Er hat die Eigenart. Er kann also in puncto Gehorsam die Engel auch nicht übertreffen. Nur in diesem einen Punkt. Und es ist dieser Punkt, der Ausschlag gibt, dass Allah in seiner Weisheit sagt, verbeugt euch, neben anderem. Weil sie nicht gleich sind. Es heißt, in diesem Sinne auch, und die meisten verstehen diesen Sinn der Aya nicht so, es heißt nämlich, ist denn der, der weiß, gleich dem, der nicht weiß? Sie sind niemands gleich. Und wissen die Engel, was Adam weiß? Sie wissen es nicht. Und also steht es Adam zu, dass er einen Sujud bekommt. Das ist mit einer Weisheit, die dahinter steckt. Und so seht ihr, welche Besonderheiten die Engel haben. Denn wäre das nicht gewesen, hätten wir die Heimsuchung auf Erden nicht. All das ist ein großer Schöpfungsplan. Und man versteht das nicht, wenn man nicht die Eigenschaften der Engel kennt, nicht die Besonderheiten ihrer Eigenschaften, die Beziehung zu den Eigenschaften des Menschen und so weiter. Alles hat eine Besonderheit. All das nennt man die islamische Kosmologie. Die Beziehung der Welten zueinander, nicht nur des Diesseits. Gut, soweit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja? Zu Israfil und den Todesengel. Ja. Genau jetzt. Wie verhält es sich am Tag des Gerichts oder am Tag oder in dem Moment, wenn ihr die Posaune gestoßen habt? Ja. Also, welcher Engel ist der zuerst? Der Todesengel oder Israfil? Oder gibt es darüber keine? Das kann man nicht hundertprozentig genau sagen. Es gibt Gelehrte, die meinen, aber das ist zu einem bestimmten Punkt natürlich spekulativ. Okay. Manche meinen,
Es gibt die Meinung schon, nicht? Also es ist ja so, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht eine Sache wie Qadr, ja? Also bei Qadr hat der Prophet s.a.w. davor gewarnt, zu stark zu spekulieren. Aber bei diesen Sachen nicht. Und so gibt es tatsächlich zu diesen Dingen auch Propheten, Gefährtenäußerungen speziell. Also Prophetenüberlieferungen zu dem Punkt sind nicht sicher da. Also das kann man nicht hundertprozentig sagen. Denn es heißt bei den meisten, wenn die Stöße in dieses Instrument Sur gemacht werden von Israfil, dann wird höchstwahrscheinlich alles in Himmel und auf Erden sterben, also auch Engel. Dann allerdings schon Engel. Ob dann allerdings der Todesengel mit dabei ist, ist die Frage. Nur andererseits, wenn man sagt, der Todesengel, also Azrael, a.s., sagt man auch dazu, hat ja eigentlich die Aufgabe, die Seelen der Menschen, oder allem auch vielleicht der Geistwesen hinwegzunehmen. Das erübrigt sich ja dann. Dann ist ja ein absoluter Schlusspunkt. Das ganze Prozedere, wie Azrael das vornimmt und seine Awan und die anderen Engel, die Begleitenden, ist ja die, dass sie die Seele aus dem Körper herausziehen und dann die Himmel emporsteigen. Aber die Himmel vergehen ja in diesem Moment. Also die Aufgabe, die definiert wurde für die Engel, ist ja dann weitestgehend hinfällig. Auch das ist ein Punkt, weswegen man sagen kann, dass sie höchstwahrscheinlich dann auch in dem Falle eine Art von Tod erleiden. Jedenfalls ein Nichtsein in irgendeiner Art. Oder eine Auflösung, Umwandlung, wallahu alam. Wie das genau ist, wie gesagt, das entzieht sich ganz unserer Kenntnis. Ja? Vom Engel Azrael. Ja. Ich denke, man kann den irgendwie einen Hadith, das Malak al-Maut Azrael genannt haben, oder irgendwie, dass man das Azrael nennt. Ja, also der Name kommt im Hadith vor. Also das heißt, im Koran selber kommt dieser Name Azrael nicht vor, aber im Hadith wird er genannt. Doch, also im Hadith ist es schon authentisch da. Kannst du mal das nachher sagen, wo? Das müsste ich jetzt wirklich kompliziert nachgucken. Ich weiß nicht wo, also zum Beispiel, ob es jetzt sich bei Sahih Muslim oder Darimi oder so findet, ich müsste gucken. Also es ist denkbar, also da müsste man allerdings wirklich nachgucken und bei den Sammlungen gucken, wo, also über Tod, über Janaza und vor allen Dingen auch über verschiedene andere Arten da die Rede ist. Aber das kann ich jetzt so nicht genau gucken. Nur es ist schon bekannt, also das ist schon authentisch da. Das kann man schon, da kann man schon nachgehen. Ja.